wieder der Treiber. Mal wieder unterwegs. Alleine mit Frau. Heute ist Sonntag. Ja, die Sonne scheint im Moment noch. Sind gestern noch ganz gut nass geworden, aber egal, war so ein schöner Tag. Wollen mal nach... wo wollen wir denn hinfahren? Ja, nach Immekeppel. Immekeppel oder Untereschbach? Eins von beiden. Wollen uns da treffen. Ossi heißt der Laden. Da gibt es übrigens fantastische Frikandel. Genauso wie in Holland. Hat sich gestern einer gemeldet, der würde gerne mit uns mitfahren. Demnächst. Und dann sind wir so natürlich so spontan. Dann treffen wir uns jetzt mal mit Oliver, heißt er. Genau. Ja, mal schauen. Vielleicht fahren wir auch gleich noch eine kleine Runde. Am Kürbis. Kürbis, sage ich mal, aus Rohrbach. Wir nennen ihn einfach immer Kürbis. So heißen die Wörter im Früh. Und er erinnert uns immer daran. Sieht aus wie ein Kürbis. Ja. So. Achso, was ich erzählen wollte. Warum ich überhaupt so eine Panik gehabt habe, wegen dem Tumor am Hals, wollte ich nur mal kurz erzählen, wo ich gesagt habe, der Kürbis, der hatte genau das gleiche wie ich. Bloß, der hat ihm sein Tumor, der war bösartig. Und dann hat er mir erzählt, ja, Chemo und so weiter, hat aber sehr gut überstanden. Und deswegen habe ich so eine Panik gehabt. Es hätte auch anders gehen können. Naja, mir geht's ja gut. Jetzt, Gott sei Dank. So, wenn wir gleich dann beim Aussehen einen schönen Kaffee trinken. Vielleicht treffen wir ja auch noch einen Knight Rider beim Kürbis. Der sagt immer Kürbis. Ja, nochmal zwischendurch, Kati. Nochmal schöne Grüße. Huhu. Oh, jetzt sind wir in Beensberg. Gleich. Jetzt sind wir schon in Beensberg. Aber das ist nicht weit bis zum Ossi. Der wohnt sogar bei uns in der Nähe. Wird zwar keine Diva, aber ist egal. Das ist nochmal ein Aufruf. Ihr könnt auch mit uns ohne Diva mitfahren, wenn ihr ein anderes Moped habt. Kein Problem. Hauptsache, wir haben Spaß alle zusammen. Und eine Facebook-Gruppe haben wir jetzt auch gegründet. Oh, wie heißt die jetzt? Ja, genau. NRW Tourenfahrer. Könnt ihr gerne mal draufschauen. Und seid ihr immer im Laufenden. Wir stellen immer Bilder rein, was wir so erlebt haben, unternommen haben. Ja. Hier sind wir schon. Auf jeden Fall beim Aussicht schmeckt der Kaffee auch gut. Und der Frikandel. Oh. Weiß nicht, ob den müsste normalerweise jeder kennen. Frikandel, das ist. Wer in Holland war, kennt das halt. Das ist so eine. Das sieht aus wie so ein Hundehaufen, sage ich mal. So ein langer. Halt Art Frikadelle. Aber da sind dann Zwiebeln drauf, Ketchup und Mayo. Und das schmeckt so genial, finde ich. Das ist natürlich Geschmackssache. Für Veganer und Vegetarier ist das natürlich nichts. Oh, kriegt schon wieder meinen Helm nicht auf. So, jetzt auf. Warum? Ja, mit meinen Händen erzähle ich, genau. Frau fragt mich, was ich so erzähle. Ich erzähle über Frikandel.
dass das aus wie ein Stück Hundekacke aussieht. Ach, da kommt er schon. Wo ist er hin? Der muss doch nochmal schon lange da sein. Nö, der hat die anderen nicht überholt. Ja und? Die anderen sind rechts abgebogen. Also das Auto nicht. Was für ein Auto? Die Autos, die du überholt hast. Ich hab da kein Auto überholt. Doch. Nein. Dann muss ich nochmal drehen. Mann! Ja. Ich habe ja auch noch im Spiegel gesehen, dass die abgebogen sind. Und dann habe ich mich gewundert, wo bleibst du? Hm? Ein Blinker links hat sie angehabt. Ja. Ich wünsche euch noch allen einen schönen Sonntag. Für uns war es nicht so schön wegen dem Unfall. Naja, dann sage ich mal bis dann, euer Treiber.